man denkt gar nicht, das ist die Realität. Das ist wie ein Film, der hier abläuft, wie ein tolles Foto. Wunderschön. Also ich muss sagen, ich habe das hier, bin 14 Jahre in Thailand gewesen, aber ich habe sowas noch nicht gesehen. Und ja, ich werde ich lange in Erinnerung behalten. Ja, willkommen zurück, liebe Freunde, auf Phuket 24, aus eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. Und ja, ich habe Helmut an meiner Seite. Helmut aus Thüringen wieder da. Helmut, servus. Servus. Wir haben es ja angekündigt, nachdem er mich mit leckeren Sachen, Spezialitäten aus Deutschland versorgt hat, dass wir jetzt mal auf Tour gehen. Und heute ist es soweit. Heute sind wir unterwegs und wie immer zuerst gelandet im Offline-Café hier in Phang Nga, wo Ilona schon heftig und kräftig am Kaffee mahlen ist. Helmut, wie ist denn hier? Also wunderbar. Pure Natur, niemand da, nur mit vier. Und das ist Spaß. Und Ilona muss arbeiten. Sie muss Kaffee mahlen. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Du bist der Boss, du sagst, der erste Kaffee ist für mich und die Ilona muss den machen. Jawohl. Das hast du gesagt, in mich kommt nichts rein, was nicht von Ilona gemacht ist. So ungefähr, ja. Ist das so? Naja, sage ich heute auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir hier im Offline-Café. Offline-Café heißt kein Strom, kein Internet, aber trotzdem alles hier. Kaffee hier, ja. Musik im Hintergrund, heißes Wasser. Funktioniert? Einwandfrei. Und so muss es sein. So kann man auch leben. Man sieht es ja. Genau. Ja. Jetzt gehen wir heute ein bisschen auf Tour. Was erwartest du von der Tour? Ja, das ist eine schöne Landschaft. Und ja, einen schönen Tag. Wetter haben wir gutes, sehr gutes. Und dass es uns auch Spaß macht und dass wir davon positiv berichten können. Ich denke schon, aber bei den Videos, die wir schon gesehen haben, es muss es auch schön werden. Ich gebe mein Bestes, ja. Das Wetter spielt mit, raumhaftes Wetter, sehr warm ist es und du sitzt im Jeep innen drin, du wirst gebräunt nach Hause bzw. zurück nach Kamala kommen. Ja. Aber jetzt lassen wir uns erstmal einen Kaffee schmecken, oder? Jawohl, so machen wir's. Ilona, beim Kaffee machen, Ilona, ist was Neues für dich, oder? Ja, aber so ein bisschen ähnlich mit Kaffee mahlen und so war das mal bei uns in der ehemaligen DDR. Da haben wir auch Kaffee selbst gemahlen und auf Satz gebrüht. Hier ist es doch anders. Hier ist es ein bisschen türkisch, gell? Mit der Pressmaschine. Hier live. Gibt's da, Spaß. Beziehungsweise gab es da bei euch auch öfter mal keinen Strom damals in der ehemaligen DDR? Ja, oder? Auch, natürlich auch. Alles passiert. Okay. Aber wir hatten ja auch grundsätzlich nur Ofenheizung und Fernseh hatte ich erst ab der ersten Klasse. Früher hatten wir nicht mal Fernseh, haben wir nur die Geschichten übers Radio gehört. Also für euch jetzt gar nicht so verwunderlich, dass man hier so im Dschungel einen Kaffee betreiben kann, ohne Strom und ohne Internet und ohne alles, weil ihr kennt ja einen, wir haben viel mit Kerze gearbeitet. Und, okay. Ja. Dann sind wir jetzt praktisch wieder ein bisschen back to the roots, zurück zu den Wurzeln heute hier. So ist es. Okay, wie man. Schauen wir mal, was für ein Kaffee hier zauberst. So, Helmut, der Kaffee ist fertig, der schwarze, von Ilona angefertigt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich muss auch mal kosten. Ja. Vorsichtig, die Ilona hört genau, was du sagst. Schmeckt sehr gut, aber ist auch sehr stark. Also, da ich schwarz trinke. Aber möchtest du noch ein bisschen heißes Wasser drauf haben? Nein, so ist gut. Nee, sonst kann man ja nicht trinken. Okay. Aber ist wirklich gut. Er schmeckt prima. So, immer noch unterwegs im Offline-Dschungelcafé und Ilona und Helmut. Ilona, was ist denn da Leckeres? Ich weiß nicht. Wie heißt das? Wie heißt das? Name? Name? Starboot. 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 Sehr lecker. Süß oder sauer? Etwas süßlich. Okay. Hier geerntet. Ganz neue Erfahrung, dass wir hier mal unterwegs sind und uns hier satt essen können. Hast du von diesen Früchten ausprobiert? Die sind so ein bisschen wie Apfel, ne? Etwas säuerlich. Die schmecken auch sehr lecker. Ich habe gesagt, das ist wie Apfel. Helmut, du hast kein Mikrofon, du musst lauter sprechen. Ja. Wirklich lecker. Kann man sich hier satt essen, brauchst du gar kein Mittagessen geben. Ja. Wie kannst du?
Dieser Mann hat mir versprochen, davon zwei Ableger zu geben. Bis heute habe ich noch keine bekommen. Where is my tree? Your tree is on the way. On the way? Yeah, on the process. Okay. But this dry season, we are unable to make it. Okay. The rain. Okay, when the raining season, you give me two trees? Two, three. Yeah. For sure. Okay. I don't forget. Sure. Okay, thank you so much. No, it's very tasty. It tastes a little bit like apple, no? Yes. Helmut, lecker, oder? Einmal frei. Du musst aber ein bisschen aufpassen, wenn du einflügst von 10. Nochmal, wir brauchen ein wenig Mikrofon jetzt. Ich sage, wenn du einflügst von 10 runter, die sind richtig reif. Ja, weil es nicht regnet, das ist das Problem. Ja, ne? Ja. Es ist alles eben sehr trocken, kein Wasser. Also wie? Genau. Fast wie ein Apfel. Darum bekomme ich auch, er will mir zwei Ableger davon geben, aber da müssen wir auf die Regenzeit warten. Mhm. Weil jetzt, wenn er schneidet, gehen die sofort kaputt. Ja, also. Das ist genau. Das klar. Also prima. Also, die bei uns zu Hause im Kleingarten. Überall Früchte. Okay. Aber Jackfruit, die hier wächst, die wächst bei euch nicht, oder? Nein, hier gibt es gar nichts von dem, was. Nein. Das haben wir natürlich nicht. Okay. Aber wunderschön. Ja, toll. Toll, ne? Toll. So, und hier, man sieht es nicht, aber wurde uns gerade gesagt, ist ein Litschi-Baum. Leider Gottes sind da keine Litschi-Früchte im Moment dran. Aber er hat hier wirklich viele, viele Sachen. Einmal hier diesen mit den Äpfeln, den wir gerade eben getestet haben. Dann hier diesen Litschi-Baum, Jackfruit und Durian. Yeah. Durian. You have many fruits here, huh? Yes. Okay. Und hier hat er noch die ganzen anderen Bäume, ne, die er heimlich abmacht. Naja, hier ist ein Zaun, das heißt, bei ihm ist hier Ende. Ach so, ja, da geht. Genau, aber bei uns ist nicht Ende, das heißt, ja. Wir schmieren uns jetzt wieder auf den Jeep und sausen weiter, oder? Schauen, was wir uns als nächstes anschauen, ne? Genau. Gut, dass ich so klein bin. Gut, dass ich so klein bin. Oh, ich bin wieder zurückbringen. Oh, hier hängt eine Schlange. Wo? Das ist keine, das war Schwitz. Das war Schwitz. Pass auf, Witze. Die Nona mag diese Witze nicht. Nee, deswegen habe ich es ja gesagt. Gestern hat uns auch jemand gefragt. Sie sieht gar keine Tiere hier. Und da hat er erzählt, was alles verschlankt gibt. Da habe ich nicht erzählt, dass du den Kobra gesehen hast. Bei dir. Zeig was Schönes. Was denn, Ilona? Na, das ist kein Problem. Boah, der Baum ist krass, oder? Ja, liebe Freunde, hier angekommen mit Helmut, beziehungsweise mit Ilona und Helmut. Da haben wir natürlich zuerst. Ilona, was sagst du? Toll. Schöner kann es gar nicht sein. Romantisch, einsam, so wie ich es mir vorgestellt habe. Wie findest du es? Ja, hier der Urwald, die Fahrt bis jetzt. Bestimmt habt ihr wenige Touristen gesehen. Ja, ich glaube nicht, dass hier schon viele Touristen unterwegs waren. Das ist doch ein ganz schöner Dschungel, wo wir hier durchrauschen. Ja. Helmut, geil, oder? Einwandfrei. Wollen wir den Leuten mal den Ausblick zeigen? Ja, das muss man gesehen haben. Okay. Eigentlich exklusiv für Ilona und Helmut, aber okay, wir nehmen euch mal mit. Diesen Ausblick hier, der einfach absolut wunderbar ist. Hier vom Park nahe kannst du rüberschauen nach Phuket. Also die Insel auf der anderen Seite ist dann eben Phuket und wir sind auf der anderen Seite. Und hier geht's quer durch die Botanik. Ich muss ganz ehrlich sagen, Helmut stellt sich da in den Jeep rein, Ilona stellt sich hinten rein. So schaut es dann aus. Also richtig, richtig geiler. Super. Prima, oder? Ein tolles Erlebnis haben wir noch nicht gehabt, obwohl wir schon 14 Jahre nach Thailand fliegen. Und es wird noch besser?
Da freuen wir uns drauf. Ich mich auch, Helmut? Ja, ich auch. Wir sind voller Erwartungen. Okay, hoffentlich kann ich das Ganze erfüllen. Ja, ja, sicher. Ja. Nein, ich sage, hier ist es so einsam. Man sieht keine Touristenboote. Es sind ein paar Fischerboote. Es ist wahrscheinlich noch nicht erschlossen. Es werden keine Restaurants hier sein. Denn normal fahren die Touristenboote immer an die Bucht, laden ihre Gäste ab, damit sie essen können und kaufen ihre Schnäppchenjäger und ihre Souvenirs. Und dann werden sie wieder abgeholt und können zurück. Das passiert hier nicht. Hier ist, außer bei Einheimischen, die hier wohnen und bestimmt auch glücklich sind, ist hier nichts weiter. Ich kann euch versprechen, ein Restaurant finden wir trotzdem, weil sonst verhungern wir. Aber ich weiß, was du meinst, das ist vollkommen richtig. Hier ist alles noch so ein bisschen im Argen, die ganze Infrastruktur. Und das ist ja auch das Schöne hier in Pagnar, dass es einfach noch nicht so überlaufen ist und eben der Tourismus hier noch nicht so am Start ist. Aber da, wo wir vorhin durchgefahren sind, Nähe vom Dschungelcafé, kommt ja der neue Flughafen hin, der nationale Flughafen, der gebaut wird. Dann wird sich hier natürlich auch viel verändern, aber nicht heute, nicht morgen. Die Planzeit ist so 7 Jahre, bis alles dann so sein soll, wie sich das wünschen. Und bis dahin genießen wir die Zeit noch. Da können wir noch erzählen, wir haben Thailand noch pur erlebt. Genau. Ja, vielleicht dann später auch hier nicht mehr. Da müssen wir danach weiter rauschen. Genau. Wir rauschen dann woanders hin. Genau. Und das machen wir jetzt auch. Guck mal, da hinten sind Wellen. Ach nee, das ist Speedboot. Das sind so hier. Komm. Hier sind die. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Erzeuger. Keine Tour ohne ein kleines Mittagessen, Helmut, wobei du und deine liebe Frau nicht wirklich so Mittagesser seid, aber mir zuliebe habt ihr auch ein bisschen was gegessen. Wir sind hier eingekehrt, ein bisschen thailändisch. Wie war das Essen? Also das Essen war hervorragend, geschmacklich war sehr gut und die Portionen sind auch reichlich. Und ja, es ist wirklich schön hier. Und man findet solche Gaststätten, solche, natürlich in Kamala nicht ganz so, die so offen sind, mitten im Wald. Und es ist wirklich schön. Die Jeep-Tour haben wir jetzt erstmal zumindest die mitten durch die Botanik. Die haben wir jetzt hinter uns. Erzähl mal kurz ein bisschen den Zuschauern, wie waren die? Die war hervorragend. Wir sind Strecken gefahren. Ich glaube, wir waren heute wieder der ersten Seite im Monat und sind auch in einen anderen Berg gefahren, eine andere Straße. Ich glaube, da waren 2 Jahre schon keine Leute. Ja, das macht Spaß, wenn man durch die Wälder fährt. Allerdings würde ich jedem raten, das nicht allein zu machen. Und wenn nur mit Jeep, mit dem normalen Auto oder nicht mal mit dem Motorrad, würde ich das jemand raten, durch diese Wälder. Aber das ist so wunderschön und einsam. Und es sind auch schöne Ausblicke gewesen zum Meer. Und zu der Welt dort, zu den Bergen, und es ist klasse. Jetzt seid ihr ja doch schon ein bisschen älter, das kann man, glaube ich, verraten, und das ist ja auch okay, ja, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, ja. Aber ihr seid ja schon in so einem Alter, wo man sagt, okay, da schwingt sich jetzt nicht jeder auf den Jeep drauf, vor allem so wie du sitzt ja hinten auf der Ladefläche und beobachtest das Ganze aus der hinteren Perspektive, allerdings hast du natürlich auch einen richtig schönen Ausblick. Würdest du jetzt sagen, okay, das ist fast ein bisschen zu anstrengend, weil es natürlich auch sehr, sehr heiß, oder ist es das trotzdem wert, dass man sagt, okay, Mütze auf, schön einschmieren, dann kann man das schon mal machen? Das kann man natürlich machen, aber man sollte schon ein bisschen das Gleichgewicht beherrschen an seinen Körper. Wenn du drin stehst? Naja, wenn du in dem Jeep drin stehst, sonst kannst du das jederzeit machen. Und ein bisschen beweglich muss es sein, wenn du unter die Bäume lang fährst, dass du ab und zu mal den Kopf einziehst. Also sonst ist es überhaupt kein Problem. Es ist eben eine Safari,
die durch den Wald geht und in den Dschungel geht, wo ab und zu mal ihre Huckel kommt. Ein bisschen festhalten, das geht. Aber war nicht eine Situation, wo ich gedacht habe, dass ich runterfalle, von deswegen. Zur Erklärung, Helmut sitzt natürlich im Jeep und Ilona und ich sitzen im Jeep, aber dann, wenn wir Offroad durch den Dschungel durchdüsen, dann ist es natürlich absolut geil, wenn du dich dann hinten reinstellst und von im Stehen praktisch einen ganz anderen Überblick, Ringsumblick hast, als wenn du jetzt drin sitzt und eben zum Helmut gesagt, stell dich mal hinten rein, halt dich schön fest und da musst du natürlich ein bisschen Gleichgewicht halten. Ja. Aber ich bin auch schön langsam gefahren, weil wir wollen dich auch wieder gesund nach Hause bringen. Ganz einwandfrei. Wie gesagt, das war nicht eine Situation, die man nicht beherrschen konnte, als zum Festhalten. Und ich habe teilweise jetzt gar gefilmt, also dass ich nur mit einer Hand gestanden habe und das geht. Man muss eben ein bisschen aufpassen, dass es, wenn die Bäume tief hängen. Pico hat gesagt, er war ein paar Wochen nicht da in dieser Strecke. Da sind die Bäume wieder nach unten gewachsen oder die Äste. Ja, da muss man eben den Kopf mal einziehen. Es ist tatsächlich so, dass da scheinbar keiner durchfährt und wenn ich dann mal eine Woche oder zwei Wochen mal nicht fahre, dann sind diese Wege auf einmal komplett zugewachsen. Also es ist echt witzig zu sehen. Ja. Heißt aber natürlich auch, dass das so ein bisschen unerkundetes Land ist und es ist ja schön, wenn man dann da reinkommt und so ein bisschen eben auch die Natur mal nochmal so richtig so, wie man es in Phuket ja eigentlich gar nicht mehr kennenlernen kann. Das ist natürlich klar. Das ist, man sieht es ja in Phuket oder in Kamala, es wird ja von Jahr zu Jahr voller. Und da ist es schön, wenn man da mal einen Ausgleich hat, einen Tag oder mal wegmacht und nicht, wo die Massen sind, wo man wirklich sagt, hier sind wir alleine. Jetzt geht es dann gleich noch weiter. Erstmal runter schön auf den Pier und schauen wir mal richtig schön aufs Meer raus. Und danach fahren wir zum Samet Nanchi Viewpoint. Ausblick, den du wahrscheinlich, obwohl du schon sehr viel mit deiner Frau gesehen hast, noch nie gesehen hast. Da bin ich mal gespannt, was er da für Eindrücke hat. Das ist doch schön. Ja, liebe Freunde, auch der tollste Ausflug ist irgendwann zu Ende, wobei der heutige noch nicht zu Ende ist, aber wir sind hier an unserem letzten Punkt angekommen und zwar in Samet Nanchi hier in Phang Nga. Das ist immer unser letzter Punkt, den wir anfahren, rein in den Berg, rauf in eine richtig geile Location, wo ja öftermals gesagt wird, wir sind im Himmel angekommen und mal schauen, was Ilona und Helmut hier zu der Location sagt und ja, fragen wir einfach mal die beiden. Ilona, wir sind angekommen jetzt im 10. Stockwerk, hätte ich fast gesagt, relativ weit oben im Berg mit richtig schönen Ausblick. Das Wetter ist natürlich auch traumhaft, neben dir dein Göttergatte, aber lass uns über die Location hier sprechen, lass uns über die Natur und über den Berg hier sprechen, über den Ausblick hier sprechen. Wie empfindest du es hier? Hier ist es wunderschön. Hier kommt man sich vor wie im Paradies. Der Ausblick ist traumhaft. Man denkt gar nicht, das ist die Realität. Das ist wie ein Film, der hier abläuft, wie ein tolles Foto. Wunderschön. Also ich muss sagen, ich habe das hier, bin 14 Jahre in Thailand gewesen, aber ich habe sowas noch nicht gesehen und ja, ich werde dich lange in Erinnerung behalten. Es ist ein toller Tag gewesen und hier sehr, sehr schön. Hier direkt in diesem Restaurant, auf diesen Berg, ein traumhafter Ausblick. Man kann gar nicht viel dazu sagen mehr. Man muss es erst verarbeiten. Es ist sehr, sehr schön. Helmut, hast du mitbekommen, deine Frau ist begeistert und es freut mich natürlich sehr. Wie ist es bei dir? Also ich bin erst einmal ein bisschen geschockt gewesen. Ich sitze ja hinten im Jeep und dann ging es steil berghoch. Aber was man dann hier oben erwartet hat, das glaubt ja keiner. Was da hier entstanden ist an ein Lokal, an Bungalows, wo man schlafen kann, übernachten kann. So was Schönes und Modernes. Und die Ausblicke hier in die Bucht, die hat man von unten nicht. Und die Schiffe oder auch vom Schiff nicht. Wir sehen mehr. Was die da unten den ganzen Tag sehen, sehen wir in ein, zwei Stunden von hier oben, von dem Plateau. Und es ist wirklich hier was aufgebaut worden, was seinesgleichen sucht. Wir haben viel gesehen, aber das ist was so Herrliches hier. Und ich hoffe, dass das noch viele sehen und dass das viele Leute interessiert. Dieser Ausblick und dieses Lokal und diese Bungalows. Vielleicht kann man hier oben schlafen, wenn man will. Ich meine, für junge Leute ist es bestimmt schön und hier oben muss man nichts vermissen, hier ist alles da.
schönste Kompliment von deiner Frau war gerade, seit vielen, vielen Jahren kommt sie her und hat so was Schönes noch nicht gesehen. Also es ist wirklich ein absolut tolles Kompliment. Ich habe so diese Eindrücke, was ich hier oben auf dem Berg habe, eigentlich immer dann, wenn ich mit dem Flugzeug hier reinfliege und einen schönen Fensterplatz habe und dann das Flugzeug kurz vor der Landung, wenn du dann zum Fenster rausschaust, das ist so ein ähnlicher Eindruck, den man dann hier von Phuket oder eben hier von Thailand hat, wie jetzt hier oben im Berg, oder wie seht ihr? Genau so ist das. Man sieht es aus dem Flugzeug, man denkt, oh toll, dann kommt man im Urlaubsgebiet an. Es ist dort viel mehr Tourismus, hier ist man weit weg vom Tourismus und das ist halt das Schöne hier. Das ist das Traum, also ein Traumziel, muss ich sagen. Und ich wünsche auch anderen, dass sie das hier kennenlernen und miterleben. Man kann es nicht richtig in Worten ausdrücken, was man eigentlich fühlt. Ihr habt mich glücklich gemacht mit Thüringer Bratwurst und mit Schinken und Salami, und umso mehr freue ich mich, dass ich euch auch so ein bisschen Glück ins Gesicht zaubern konnte, und ich würde sagen, jetzt chillen wir hier noch so ein bisschen ab und dann geht's auch langsam wieder zurück in den Wahnsinn nach Kamala, nach Phuket, und wollen ja die Tage vielleicht nochmal eine Tour in eine andere Richtung machen, aber da schauen wir mal, was danach so kommt. Auf jeden Fall für heute, glaube ich, machen wir die Türen zu. Freut mich, dass es euch gefallen hat, und wie gesagt, chillen wir noch so ein bisschen und danach geht es auch so langsam wieder nach Hause. Danke, dass er dabei war auf jeden Fall, und danke für den schönen Tag, der für mich auch absolut super war mit euch beiden. Sehr, sehr viel Spaß gehabt, und wie gesagt, wir sehen uns ja die Tage weiterhin. Genau. Also, tschüss. Und hoffen, dass wir wirklich noch was Schönes mit dir erleben. Ja, so viel vom Werbevideo hier auf Phuket 24 Hours. Natürlich machen wir so ein bisschen Werbung für die Tour, weil sie natürlich auch unfassbar Spaß macht. Ich bin jeden Tag hier in Phang Nga unterwegs, weil hier auch meine zweite Hütte steht. Ihr habt es ja mitbekommen. Und für mich ist es immer wieder, so oft wie ich hier schon mittlerweile unterwegs war, ein absolutes Vergnügen, hier herumzufahren. Das Wetter spielt halt einfach auch mit. Das Wetter ist überragend. Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu heiß, aber wollen wir nicht jammern. Und die Natur und das Ganze hier, absolut gigantisch. Und wenn man ja aus der Großstadt kommt, ich komme jetzt wohl nur aus Nürnberg, aber auch da ist mittlerweile Großstadt angesagt, und ihr in Deutschland kennt es natürlich auch, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, wo auch immer ihr herkommt, da möchte man vielleicht im Urlaub auch mal so ein bisschen Ruhe und so ein bisschen Entspannung haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du dann in so Touristengebiete wie Kamala oder Patong oder wo auch immer auf Phuket 14 Tage, 3 Wochen oder 4 Wochen verbringst, also da ist mir teilweise echt zu stressig, vor allem in der High Season, wenn da alles voll mit Menschen ist. Und da ist so ein kleiner Ausflug hier nach Phang Nga, und der muss nicht unbedingt mit mir gemacht werden, sondern gibt ja genügende, die hierher fahren, oder nehmt euch selbst mal einen Roller, ein Moped oder leiht euch einen Mietwagen und fahrt hier mal rein nach Phang Nga, und es ist wirklich eine absolute Traumecke. Und demzufolge machen wir da auch ab und zu mal ein Video drüber, dass diejenigen, die das hier noch nicht kennen, vielleicht auch auf den Geschmack kommen und mal einen schönen Tag hier in Phang Nga verbringen können. In diesem Sinne danke ich euch fürs Reinschauen und wünsche eine gute Zeit. Liebe Grüße nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz, und von wo aus immer ihr Phuket 24 Hours anschaut. Macht's gut. Servus. Ciao. Bye, bye.